Heute gibt's mal wieder ein Battle. Und zwar gegen Magic Tommy. Das letzte Battle ging wieder unentschieden aus. Deswegen haben wir gesagt, nach fast einem Jahr gibt es mal eine Revanche gegen Magic Tommy. Wir haben verschiedene Challenges und ihr entscheidet, welches besser ist. Viel Spaß! Und somit, hallo liebe Zuschauer und hallo Digital Jamie. Worum geht's in diesem Video? Nein. Hallo liebe Zuschauer und hallo liebe Magic Tommy Zuschauer. In diesem Battle ist es diesmal so, dass ich nicht seine Performances und so weiter einblende, sondern nur, dass ihr gleich in der Infokarte da oben Magic Tommy auscheckt, sein Video anschaut und euch die Performance anschaut und bei beiden am besten kommentiert, wer gewonnen hat. Denn das ist besser, denn so kriegen wir mehr Klicks. Wir sind Clickbait, geil. In der ersten Challenge geht es darum, dass wir eine Musiknummer machen, also beziehungsweise irgendeine Nummer, die wir zur Musik machen können. Und in der zweiten Challenge haben wir 5 Unterchallenges, und zwar Control, Force, Color Change, Ace Production und False Cut. Und da entscheidet ihr auch, wer es besser gemacht hat, okay? Nach einem Jahr fast, ja, das ist glaube ich am 22. November oder sowas beim letzten Mal rausgekommen. Deswegen, wir haben uns gesagt, ja, 22. November in diesem Jahr ist glaube ich Donnerstag. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwann ist es auf jeden Fall nicht Samstag. Deswegen haben wir gesagt, ja, okay, wir machen es am 13. Und ja, wir legen, würde ich sagen, einfach direkt los. Als erstes haben wir natürlich eine Musiknummer am Start, sodass ich jetzt mit diesen roten Phoenix-Karten eine Musiknummer mache. Danach geht ihr, ihr könnt euch das Video euch zuerst zu Ende anschauen erst, beziehungsweise ihr geht auf jeden Fall noch zu Magic Tommys Kanal, um euch seine Performance dann auch anzuschauen und dann entscheidet ihr in den Kommentaren, welches besser war. Perfekt! Ich fange an mit meiner Musiknummer. Viel Spaß! Ein Haus. Ich will ein Haus. Das war meine Musiknummer. Es war eine Triumph-Routine. Also ich mische Karten Bild ab und Bild unten. Und danach drehen sich alle Karten zurück, außer die Karten des Zuschauers.
Das war meine erste Musiknummer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, sie ist besser als die von Magic Tommy. Und wir schauen, und ihr schaut euch jetzt am besten oder vielleicht nach dem Video die Musiknummer von Magic Tommy an. Und jetzt würde ich sagen, wir kommen direkt zur zweiten Challenge. Viel Spaß! Die zweite Challenge besteht aus ganz verschiedenen Sachen, und zwar Control, Force, Color Change und Ace Production und die False Cut. Der False Cut, genau. Ich würde sagen, ich fange einfach an mit dem Control. Ja, der sieht so aus. Anfängerschnipsen, zack. Die Karte wandert nach unten. Nein, 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 ein Horn. Hoffentlich ist dieser Control besser als die anderen von Magic Tommy. Und ich fange jetzt direkt an mit dem Force. Ich gehe jetzt alles weiter und ihr entscheidet dann, ob mein Force und, besser als sein Force ist und mein Control besser als es als sein Control ist. Ja, ich mache mein Force. Exakt jetzt. Ich mach's mal so, dass wir eine Karte nehmen. Wir forcieren den Joker jetzt mal. Kommt in die Mitte rein, ja. Mhm. Perfekt. So, ein bisschen durchgemischt. Sagt der Zuschauer irgendwo Stopp, sagen wir exakt hier. Und zack. Hier ist der Joker, den Zuschauer ausgewählt hat. Color Change sieht exakt so aus. Das ist mein Color Change. Ich bin ehrlich, ich bin kein Color Change Mann. So, ich würde sagen, wir machen jetzt als nächstes direkt den False Cut. Und wir merken uns, nicht farbiger oben und der farbige Joker ist hier unten, würde ich sagen. Und der False Cut sieht exakt so aus. Bam. Das ist der False Cut, denn oben bleibt der eine Joker. Ich mach's noch ein einziges Mal. Und bam. Ja. Das ist der False Cut. Und jetzt kommen wir zur letzten kleinen Aufgabe. Und das ist quasi die Ace Production. Und ich mache das jetzt so, dass ich habe keine Asse, deswegen ich mache eine King Production. Aber das macht ja sowieso keinen Unterschied. Wenn ich jetzt die Könige erscheinen lasse, ist genauso, als wenn ich die Asse erscheinen lassen würde, ja? Und das, die ich jetzt vorstelle, ist wirklich eine sehr starke King Production, meiner Meinung nach. Enjoy it. Und ich fange an. King Production, let's go. Erstmal, ich heb ganz einfach zu einem König ab. Ja, eine Karte vorher Herz 3, eine Karte danach wäre es die Karo 7 gewesen. Jetzt würde ich sagen, ich cutte einfach mal ein bisschen und zack, hier ist auch direkt ein König. Ja, perfekt. Wie wäre es, wenn ich sage jetzt, dass der König irgendwie an 48. Position ist im Kartenspiel? Ich heb nochmal ab. Dann könnte es tatsächlich sogar die 15. Position sein. Ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Karte ist ein König. Eine Karte vorher. Jetzt 3. Upsala, was passiert mir hier? Eine Karte danach, Pik 3, ja? Wie wäre es, wenn der Zuschauer jetzt irgendeine Karte sagen dürfte, ja? Das dürfte jetzt der Zuschauer, beziehungsweise keine Karte, sondern eine Zahl. Der Zuschauer dürfte jetzt eine Zahl sagen, die er möchte. Wir nehmen jetzt irgendeine zufällige Zahl. Oder wir, weißt du was? Wir nehmen... Ja, wir nehmen einfach irgendeine zufällige Zahl. Wir nehmen gerade mal die letzte Ziffer von meiner Abonnentenzahl, jetzt gerade der Stand, das ist eine 9. Also 729 Abonnenten habe ich und die letzte Ziffer davon ist eine 9. Also wir zählen 9 Karten ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, ja? Wäre es tatsächlich eine Karte später gewesen, wäre es die Karo 10, eine Karte früher, wäre es die Karo 9. Sehr zufällig auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich da, hätte wirklich der Zuschauer sagen können, ist alles gut, ist ein König. Das ist meine Ace Production. Das ist natürlich jetzt Könige, aber jetzt könnte ich natürlich auch mit Assen machen, ist ja ganz klar. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, sie ist wirklich diesmal besser als Tommy. Denn wenn die jetzt nicht besser als Tommy ist, dann habe ich tatsächlich sehr ein Problem. Also hoffentlich mal, dass die Ace Production besser ist als Tommys. Ja. Jetzt schaut bitte bei Tommy vorbei. Ich verlinke euch genau jetzt das Video da oben in der Infokarte. Ich habe euch vorhin den Kanal verlinkt. Ich verlinke euch jetzt das Video in der Infokarte. Ihr schaut da bitte jetzt einmal rein und ihr sagt in beiden, also ihr schreibt bei beiden in die Kommentare, wer eurer Meinung nach welche Challenge gewonnen hat. Also Force Doppelpunkt, Control Doppelpunkt, Musik Doppelpunkt und so weiter. Ja, oder ihr könnt auch nur eine Sache reinschreiben. Und wir schauen dann einfach mal, ja, wie es dann ausgeht. Tommy und ich haben auf jeden Fall schon für nächstes Jahr auch wieder ein Video geplant. Da sind wir natürlich uns noch nicht sicher, was wir machen. Aber unser erster Gedanke war, ich sag das noch nicht, aber ja, genau. Das war's mit dem Video. Auf jeden Fall liken, kommentieren, abonnieren. Und warum sollt ihr das machen? Damit ihr das nächste Video mit Magic Tommy nicht mehr verpasst. Und gerne bei Tommy auch ein Abo und ein Like da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Denn Tommy würde das auch ganz so freuen. Und seine Begründung ist natürlich... Keine Ahnung. Müsst ihr Tommy fragen. Woher soll ich denn das wissen, ey? Und, ja. Ciao!